So, wir kommen heute zum heutigen Video. Wir werden heute mal etwas einkaufen gehen. Als erstes fahren wir zur Post und geben noch ein Paket ab. Und als zweites werden wir dann noch mal ein bisschen Fleisch kaufen. Das ist ein riesiger Markt und nennt sich Wholesale. Und für den heutigen Tag nehmen wir euch heute mal mit. Aber als erstes muss ich noch mal meine Kühlbox packen. Da haben wir nämlich hier sehr heiße Temperaturen heute und dann nehmen wir mal so eine Kühlbox mit, um das Fleisch reinzutun oder Joghurt und solche Sachen, damit das eben während der Fahrt nicht verdirbt. So, wo ist meine Kühlbox? Hallo! So, hier ist die Kühlbox. Hier werden wir mal mit den Kühlpacks voll machen. So, Kühlschrank auf, hier die Kühlpacks. Packen wir mal hier rein. Los geht's. Kannst du das mal nehmen? Ich zieh mal meine Schuhe an. Thank you. Oh, ist heavy? Okay, leave it. I do. Ja. So, los geht es. Jetzt gehen wir mal zur Post rein und geben das Paket auf. So, heute noch wegschicken müssen. Und dann gehen wir noch mal ein bisschen was einkaufen heute. So, kurz haben wir zusammengehalten. Auseinander mal. Oh, was ist das? Klebt? So, jetzt nach der Post gehen wir zu dem Wholesale. Das ist auch ein riesiger Einkaufsmarkt, aber eigentlich eher für so Gewerbetreibende. Aber hier ist der zugänglich für alle Personen. Manche kennen hier hauptsächlich Big C oder den Lotus Market, diese riesen Einkaufszentren. Aber es gibt auch noch andere, wie zum Beispiel Makromarkt. Das ist auch so für Gewerbetreibende, wo man auch große, ja, Packungseinheiten bekommt. Und genau das gleiche ist dieser Wholesale-Markt. So, und da werden wir jetzt heute mal ein bisschen Fleisch kaufen. Die Qualität dort ist immer sehr gut. Und wir haben ja die Kühlbox vorhin eingepackt mit den Kühlakkus, damit Fleisch oder andere Sachen nicht kaputt gehen. Weil heute haben wir hier laut dem Auto, Ende Februar, haben wir jetzt hier 39 Grad. Und ist natürlich für Fleisch sehr warm, wenn man eine halbe Stunde fährt oder eine Stunde, kann natürlich sein, dass es dann kaputt ist. So, wir sind jetzt bei dem Wholesale angekommen. Es ist ein riesiger Markt hier und gehen jetzt mal rein. So, selbst die Wagen sind sehr groß hier, weil es ja ein Großhandel ist. Ne? Thank you. So, jetzt sind wir in dem riesigen Markt. Kann man natürlich jedes Zeug kaufen. Also wie man sehen kann, haben wir eine Menge Brot, aber hauptsächlich ist das Weißbrot. So, hier haben wir mal so ein Stück Brie. Aber es flackert ein bisschen. Ne? Das kleine Stück kostet 313 Baht. Das ist echt teuer. 313 Baht sind ungefähr 8 Euro. Aber das Licht flackert jetzt ein bisschen. Hier so ein Käsemix. 137 Baht, das sind 3,50 Euro ungefähr. Und da ist nicht so viel drin. Ne? So, kommen wir mal zur Fleischabteilung hier. So, hier haben wir die Steaks, Rindfleisch, auch in Großpackungen, Wagyu Rindfleisch, eine Riesenportion, ist pro Kilo 639 Baht, ungefähr 16,50 Euro das Kilo. Hier, was haben wir hier? Ja, schon abgepacktes, ne? Gibt es hier verschiedene australisches Beef, 250 Gramm für 170 Baht. So geht es weiter hier, also verschiedene Beefs,
Hier so ein Tomahawk Steak. Auch das Kilo 460 Watt. Oder auch angepackte Angus Beef von Thailand. Was haben wir hier? 270 Gramm, 280 Baht. Ja, das ist nicht wirklich billig, ne? Also 15 Euro. So, hier haben wir die Frischfleischabteilung. Ach, Schweineschwänze, gut. Schweineohren. Aber auch Innereien halt, ne? Herz, Leber, Nieren. So. Nochmal Filet. Dann nehmen wir mal ein paar Filetstückchen mit. Diese Sachen sind hier relativ günstig und sehen echt gut aus. Filet ist hier 142 Baht das Kilo. Das sind also 142 Baht für ein Kilo, sind ungefähr 3,60 Euro für ein Kilo Filet. Da kann man eigentlich nichts gegen sagen. Der Preis ist absolut okay. So, Schweinenacken 117 Baht. Ein Kilo Schweinenacken 117 Baht sind ungefähr 3 Euro. Ja, I think this one. Oh, this one. Ja, why not? Huh? Ja, a little bit bigger. Ah ja, das ist Lachs, Schweinelachs. Ja, das ja, können wir auch nehmen. Ja, das ist so gut da hier. Schon kleiner geschnitten oder große Stückchen. Schweinelachs ist 125 Baht pro Kilo. 3,20 Euro für ein Kilo. Für Schweinelachs, das ist absolut okay. So, jetzt noch ein bisschen Hühnchen. Ein bisschen Hühnchen. Oh. Ja, hier, Innereien, Herz, Leber. Was ist das? Ah, das sind gekochte Hühnerbeine. Aha. Hier sind sie noch nicht gekocht. Ist ja bei den Asiaten hier eine Delikatesse. Hier, Chicken Wings. Chicken Wings. Hühnchen klein. So. Das. Und das. So, Alisa, wait a minute. I want to show the people how big is the cart. Ich wollte euch mal zeigen, wie groß der Einkaufswagen ist gegenüber Lisa. So, hier ist jetzt die Fischabteilung. Ja. So, ich weiß gar nicht, das wird so eine Art Welt sein hier. 209 Baht. Also das ist immer der Kilopreis. So geht's hier weiter. Hier ein paar. Ich weiß gar nicht, was das alles für Fische sind. 289 Baht das Kilo. Fisch, 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 Fisch. Diese hier, auch sehr groß. 389 Baht das Kilo. Ja, hier sind, was sind denn das? Auch so Krebse, ne? Krebse irgendwie. Ja. 209 Baht das Kilo. Oder hier so eine riesige Languste. 2599 Baht. Ah, das ist schon eine Ansage. Das ist schon ziemlich teuer, ne? Hier hinten Fisch. Nehmen. Hier auch noch mal. Oh, die ist riesig hier. Wow. Hier von den großen ist Kilo 869 Grad. Hier noch ein paar Krebse.
749 Baht Kilo. Hier sind ein paar Austern und da ist das Kilo für eine Auster 72 Baht, also 1,80 Euro ungefähr für ein Kilo Austern. Da kann man auch nichts gegen sagen, ne? Hier wieder die Fische, ein paar andere Fische. Oh, hier, rosane Fische. Ja, der will was erzählen. Bla bla bla. Yeah, he want to speak with you. Yeah, yeah. Here, this too. Yeah. So, Wildfang aus den USA kostet 4.100 Baht das Kilo. Und diesen riesigen Krebsen hier. So, das ist auch ein Wildfang hier aus Thailand. Produkt von Thailand. So, und dieser Hummer hier. Das ist von Kanada. Der Hummer kommt von Kanada, importiert und kostet 1870 Baht pro Kilo. So, 1100 Baht für diesen Käse hier, also das ist dieses Stück, das ist jetzt kein Kilopreis. So, nehmen noch ein bisschen Milch raus. Ach so, hier, ah ja, hier Hello Kitty mit Milchprodukten drin. 118 Baht, ja. Da kriegt man hier diese Tasche dazu. Naja, okay. Hello Kitty. Hello Kitty. So, nehmen wir hier eine Milch mit. Schokomilch, 45 Baht, 1,30 Euro. So, jetzt werden wir noch ein bisschen Milch kaufen. Wir sind jetzt eigentlich soweit fertig. Das war mal so ein kleiner Einblick in den Wholesale Market hier in Thailand, in Chiang Mai. Jetzt kaufen wir noch ein bisschen Milch und dann ist fertig hier. So, jetzt bin ich noch mal beim KFC, will mal ein bisschen was essen. Und ja, hier sieht es ein bisschen anders aus bei KFC. Vor allen Dingen, ja, das Essen ist ein bisschen anders. Hier gibt es nämlich scharfe Sachen. Die zeige ich euch mal eben. So, diese Chicken Wings hier sind super scharf. Ja, und der Rest, es geht so. Ne? Ein paar Pommes dazu und hier Filet. Dazu noch eine Cola zum Nachfüllen. Ja, auch nicht so billig, kostet hier umgerechnet so 6 Euro, 6,20 Euro kann man sagen. Aber es geht noch. Funktioniert das Ding natürlich überhaupt nicht. Die Gabeldinger sind viel zu dick und zu kurz, damit kann man nichts vernünftig aufspießen. Ich weiß auch nicht, warum man das hier gemacht hat, wozu man einen Löffel hier braucht bei KFC. Ich wüsste nicht, dass bei KFC eine Suppe gibt oder sowas. Aber das Ding funktioniert gar nicht. Da fragt man sich immer, ob die das nicht mal ausprobiert haben, ne? Ob das funktioniert. So, ich suche jetzt ein AXA-Büro von der AXA-Versicherung. Mal sehen, ich brauche noch Unterlagen für meine Autoversicherung. Und das Büro soll hier irgendwo sein. Laut Navi hier in der hier. Hier haben wir es schon. Ist hier gefunden. Okay. Gut. Super. So, jetzt gehen wir noch mal schnell zur AXA rein. Und zwar geht es da um meine Fahrzeugversicherung. Da brauche ich noch ein paar Papiere. Und wir wollen mal gucken, ob wir hier in dem Office was erreichen oder ob die mir helfen können. Das hat sehr gut geklappt. Ich habe jetzt ein paar Unterlagen hier bekommen für meine Autoversicherung. Zeige ich euch mal eben. So, hier, ne, die Notfallnummern und so weiter und so fort. Das ist die AXA-Versicherung. Habe ich hier fürs Auto gemacht. Die gibt es hier also in Thailand auch. Und ich hoffe, dass es damit keine Probleme gibt. So, hier ist so ein Elektronikfachgeschäft. Ich werde mal reingehen und nochmal fragen, ob wir einen Überspannungsschutz bekommen für meine Geräte zu Hause, weil hier manchmal sehr starke Stromspannungen sind. So, mal gucken, ob die sowas hier haben. Könnte das sowas hier sein? Oder ist das nur ein Doppelstecker? Das ist
Ist das so ein Überspannungsschutz? No, ne? So, scheinbar haben sie so ein Ding hier nicht. Hab ich gerade nochmal gefragt, aber dafür sämtlichen anderen Krempel hier. Leider haben sie es nicht gehabt, was ich brauchte, so einen Überlastungsschutz. Hier gibt es nämlich immer immense Stromschwankungen im Netz. Auch manchmal ist so der Strom, das flackert, dann ist das eine, zwei Sekunden weg und dann geht es sofort wieder an der Strom. Das ist natürlich gefährlich für Elektrogeräte, ne? Dass es die vielleicht mal durchhaut, wenn bei mal da vielleicht eine Überspannung entsteht. Aber habe ich leider nicht bekommen heute hier. So, jetzt fahren wir noch mal tanken. Ich zeige euch jetzt noch mal, wie man hier in Thailand tankt. Das ist immer mit einem Tankwart-Service und das zeige ich euch jetzt mal eben. Okay. 95 and full. Again. Ja, scan. Oh. Aber one moment, I want to see. The people in Europe want to see. In Europe you must go out and make self, you know? Yeah? And here is people, yeah? Ja. Okay. Hier ist with service. Ich habe hier auch eine Shell-Karte. Und die wird jetzt die Karte gescannt. Gibt es einige Punkte. Ist gut? Jetzt gehen wir noch mal zum Big C rein. Die sollen da heute im Angebot einen Ventilator haben. Und den schauen wir uns jetzt noch mal an. Mal gucken, ob der in Frage kommt. So, rein in den guten Big C. Oh. Oh, hier verkaufen sie Autos. So, was haben wir für ein Auto? Ja, oh, hier MG. MG. Aha. MG Car. Elektrik, guck mal, ist Elektrik. Elektrik, ne? Ja, Elektrik. 699.000 Baht für einen elektrischen MG. Ah, kann man nicht sehen jetzt von innen, ne? Ah ja, okay. So, wollen wir mal gucken, ob wir was finden. Oh, Alisa ist so klein, muss ich ein bisschen runtergehen hier. Suchen mal die Ventilatoren hier, die sollen ja heute, wie gesagt, im Angebot sein. Aber gefunden haben wir bis jetzt gar nichts in der Richtung. Aber vielleicht sind wir auch in diesem riesigen Markt auf der falschen Seite. So, jetzt geht's in die Elektronikabteilung. Mit den Fernsehern und Stereoanlagen und ja, weiß ich, was alles hier gibt. Mal gucken, ob sie den Ventilator hier haben. So, mal sehen, wo wir die sind. Kaputt gehabt. War wohl nix. Ja, also ist ausverkauft. Außerdem war es, wie gesagt, ein super kleiner Ventilator wohl. Ja, und deswegen verzichten wir mal da drauf heute. Ne? Wir sind jetzt hier fertig und jetzt werden wir mal nach Hause fahren und dann mal den Einkauf auspacken und dann zeigen wir euch zu Hause noch ein paar Sachen. Hier in Thailand ist es übrigens so, dass man, was bei uns jetzt rezeptpflichtig ist, die Medikamente, die kann man hier in Thailand rezeptfrei kaufen. Es sei denn, es sind jetzt wirklich harte Sachen, wie zum Beispiel Morphium oder sowas. Das kann man hier auch nicht ohne Rezept kaufen. Aber alles andere, ob das Antibiotika ist oder starke andere Medikamente, das ist hier also überhaupt kein Problem. Und die kriegt man hier rezeptfrei. Man kann also hier in die Apotheke gehen und dann eben mal den Apotheker fragen. Und der Apotheker fungiert denn hier auch sozusagen als Doktor, der dann so eine beratende Tätigkeit hier einnimmt. Ne? Den schildert man also seine Symptome, der hört zu und dann empfiehlt er eben ein Medikament. Ja, also ohne Untersuchung oder sonst irgendwas. Ne? Ob das immer von Vorteil ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist das hier relativ problemlos. Und man kriegt eben auch ja, harte Medikamente hier, ne? In Anführungsstrichen. Ne? Das ist also so ein Wechselautomat, haben wir gerade gefunden. Da steckt man seine Scheine rein und kriegt hier unten die Münzen raus, um dann eben hier an diesem ja, Kitschautomaten sich Zeugs rauszuholen. Hier weiß ich nicht, so Kaugummi oder irgendwelche Figuren oder sonst irgendwas. Ja, und dann stellen sie gleich einen Wechselautomaten daneben, falls du keine Münzen hast. Dann kannst du gleich einen Schein reinstecken und kriegst die Münzen raus für diese Sachen hier. Ja? Nein, Mami.
Money inside here. Make here inside and then. No. Yeah, here in the side and then. You know? Ja, sie fragt gerade, wo die Münze reinkommt. Ich sag da an der Seite mit Sicherheit. Oh, it's for the kids. You want test? Ja, ist für Kinder, ja, ja. Ja, ja, genau. Ja. Naja, interessant, aber überall so eine Automaten hier. Und das über irgendwelche Überraschungseier hier. Ja? So, wir probieren es mal aus, spaßeshalber. 10 Baht, ja. Make in? Na guck mal, hier steht, hier rein. So. Hier? Ja. Jetzt drehen? No. Ja. More. So. Und hier? Ist drin? I don't know what is inside. So. Was ist drin? Ja. Für 10 Baht, glaube ich, eher Quatsch, ne? Egg. So, wir machen es mal auf, mal gucken, was drin ist. What? Na? Kriegt man nicht mal auf und das sollen Kinder aufkriegen. No. Das sollen Kinder aufkriegen. Aha, jetzt. Oh. Jackpot. Alisa, das ist der Jackpot. Das ist der Hauptgewinn hier. Oh, you can make, yeah, you know. And, yeah. Mm-hmm. Kannst du, ja, kann man so kleine Figuren zusammenbauen. Yeah. Ja. Ja, 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 ja. Mm-hmm. Okay, ja, gut. Okay, bauen wir zu Hause zusammen. 10 Baht. One moment. Ja, wir verschenken das dem Kind besser. Ja, okay. Es ist schon dunkel und wir sind jetzt hier auf dem Parkplatz. Und werden jetzt gleich mal losfahren. Aber genau hier über dem Big Sea kreisen immer ein paar Flugzeuge. Was heißt kreisen? Fliegen ein paar Flugzeuge. Und zwar, weil der Airport hier nicht weit entfernt ist. Das ist hier also die Landeschneise, die Anflugsschneise. Und ich will mal gucken, ob ich euch gleich noch hier ein Flugzeug filmen kann, was jetzt hier über dem Big Sea gleich fliegt, um auf dem Flughafen zu landen. Kommt das nächste Flugzeug. Jetzt kommt das nächste Flugzeug, jetzt zeige ich euch mal. Hier kommt einer, kann man sehen. Und hier, jawohl. Ich hoffe, man konnte es sehen. Wir haben jetzt gerade gesehen, hier wo wir geparkt haben. Ja, hier fällt irgendwas von oben runter. Wir haben hier geparkt und haben gesehen, dass hier oben im Baum, hier wachsen irgendwelche Früchte. Sehen aus wie Mango, aber es sind keine Mango. No mango. I don't know what is it. Ja? Ich hoffe, dass jetzt keins hier aufs Auto fällt. Hier, das wäre natürlich nicht so schön, aber okay. Ne? So, hier alles ist voll von diesen Früchten. Was ist das? Was ist das? Hier überall liegen die Dinger rum. Ja, was es ist, weiß ich nicht. Sieht so aus. Keine Ahnung. Ja, sieht auf den ersten Blick aus wie eine Mango. Ist aber sehr leicht. Keine Ahnung, was das ist. Und haben wir auch gerade gesehen, hier ziemlich abseits von diesem Big Sea Parkplatz, von dem Einkaufszentrum, gibt es hier eine Ladestation für Elektroautos. Ja, das ist hier. Kannst du also dein Elektroauto aufladen. Ja, das sind die verschiedenen Stecker hier. Also hier. Oder hier. So. Das sind die verschiedenen Ladestecker hier. Hier ist die Bezeichnung. T2. Ja, weiß ich nicht, was das heißt. Aber das sind die verschiedenen Anschlüsse für die Autos. So, jetzt sind wir wieder zu Hause. Jetzt packen wir noch die Einkäufe aus, die wir jetzt gekauft haben. Ist auch ein bisschen später geworden, ist schon dunkel draußen. Deswegen werden wir das jetzt mal auspacken. So, erstmal machen wir das Fleisch jetzt in den
Kühlschrank. Ja, ist voll, ne? So, hier gab es noch ein Prospekt vom Big C über die neuesten Angebote. Das gibt es hier also auch. So, hier Weißbrot, die Kaviarstange. Die werde ich heute zum Abendbrot essen. Hier ist das Brot drin, was ich vorhin gekauft habe. So, und hier noch ein paar Eier, ne? Ja, in den Kühlschrank die Eier. So. Oh, hier, das habe ich letztes gekauft. Hier, guck mal. Kinderschokolade gibt es hier auch. Kinder Chocolate heißt das hier. Habe ich hier gekauft beim Lotus Go Fresh. Das sind so eine kleinen Lotus-Läden, die auch rund um die Uhr geöffnet haben übrigens. Und kostet da 76 Baht. Jetzt kochen wir noch ein bisschen was. Wir wollen ja noch was essen. Oh, Chili. Ja, Chili-Salat. Hier noch ein paar Reserve-Chilis in der Tüte. Na gut, so ein paar Glasnudeln, noch mehr Salat. Und hier ein bisschen Schweinefleisch gekocht. So, ein bisschen scharfe Soße machen. Erstmal Lemon noch mit rein und Chili. Ja, schön scharfe Soße. This is very spicy, oder Alisa? Ja. Yeah. Wow. It's only Chili, ja? Yeah? Mm-hmm. Spicy so much. Oh, okay. Die Soße ist so scharf, hat sie gesagt. Hier ist sie. Sieht man schon. Chili pur. Chili pur. Mhm. Ein bisschen Kräuter rein. Mhm. Mhm. Ja, gut. So, dann wollen wir jetzt noch mal ein bisschen was essen. Ich esse mal hier das Weißbrot. Alisa isst ein bisschen Nudeln, Fleisch, Salat und natürlich die scharfe Soße. Die Soße ist so scharf, wenn was hier auf den Tisch kleckert, brennt die ein Loch in den Tisch. Ja, dann haben wir noch ein bisschen Käse, Salami und Fruchtsaft aus Passionsfrucht. So, wenn euch das Video für heute gefallen hat, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Lasst natürlich auch ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.